Ja, lieber Hannes, schön, dass du dir Zeit nimmst. Du bist viel unterwegs und insbesondere auch als ja, global engagierter Umweltaktivist. Jetzt haben wir am 24.09. die Bundestagswahl. Was ist dir da besonders wichtig? Was muss da passieren? Das heißt, man soll sich nicht ärgern, nur wundern. Ich wundere mich sehr, was in diesem Wahlkampf Thema ist, was überhaupt die letzten Jahre dieser Legislaturperiode Themen waren. Also wir haben uns jahrelang über die Maut irgendwie gestritten und Dinge, die so völlig irrelevant sind. Ich denke, die Themen, die brisant sind, sind Klimawandel, Umweltzerstörung, Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Was kann aus deiner Sicht jeder tun? Also es ist ja immer so ein Dreiklang. Die Politik muss mehr tun, die Industrie muss mehr tun und wir kleinen Endverbraucher müssen halt auch mehr tun. Wir fällen ja jeden Tag hunderte von umweltrelevanten Entscheidungen. Wie lange lässt du dein Wasser laufen? Wie hoch drehst du deine Heizung? Machst du die Aircondition an oder aus? Kaufst du Sachen in Plastikverpackung oder nicht? Lässt du deine Plastiktüte andrehen im Laden oder nicht? Das sind ja hunderte von Entscheidungen. Also ich finde immer, habe wenig Einfluss darauf, was die Politik macht, außer mit meinem schicken kleinen Kreuzchen, was ich alle 4 Jahre machen darf. Ich versuche mein Konsumverhalten so ein bisschen umzustellen, weil ich erwarte nicht, dass Coca-Cola oder VW oder Bayer Leverkusen irgendwas tut für den Umweltschutz. Und da bleibt es halt an uns hängen. Und die einzige Chance, die ich jetzt habe, ist am 24.09. dich zu wählen. Ich wähle ja hier in Bayern, zwar nicht in deinem Wahlkreis, aber nicht allzu weit. Und das ist halt mein kleines Statement. Ansonsten versuche ich, Umweltdokus zu drehen und halt meinen Haushalt so grün zu gestalten, wie es irgendwie geht. Wer ein bisschen nachdenkt über Umwelt und Umweltzerstörung, der kann eigentlich nur grün wählen.